wer mit? Wenn mein Onkel mich erwischt, war ich auf der Pirsch. Das ist alles Tarnung. Ach, wenn der nicht so stur wäre, dann wäre das alles gar nicht nötig. Naja, und dein Vater ist nicht stur, was? Der hat uns so lieb, dass er sogar meinen Onkel angezeigt hat. Wegen Wilddiebstahl. Ist doch klar, dass der nicht in Freudengeschrei ausbricht. Ja, warum? Warum hat er das gemacht? Weil dein Onkel so arrogant ist wie... Ach, der behandelt uns doch wie Menschen zweiter Klasse. Ach, komm, hör doch auf, wir werden doch nicht auch noch streiten, oder? Ist doch wahr. Also, mach's gut. Bei der nächsten Gelegenheit reden wir mit unserem Alten, ja? Egal, was passiert. Okay. Bin ich müde. Stehen bleiben! Was machen Sie hier? Grüß Gott, Herr Tönnies. Nix, grüß Gott. Geben Sie mal das Gewehr her, aber bis gleich alle. Herr Tönnies, Sie können ihn ganz leicht erklären. Halten Sie keine großen Reden. Das ist mein Revier, Sie haben mir nichts zu suchen. Herr Tönnies, beruhigen Sie sich. Ach, ich soll mich beruhigen? Ja, dann könnte Ihnen so passen, Sie. Sie Wilderer, genau wie Ihr Onkel, aber Ihnen werden der Hammelbeine langt. Geben Sie das Gewehr her. Sofort! Zum letzten Mal, oder? Oder? Sie sollen stehen bleiben. Bleiben Sie stehen! Bleiben Sie stehen oder ich schieße! Diese verdammten, arroganten Fonds! Na warte, Herr Graf, jetzt bist du dran. Also jetzt äußerste Ruhe, keinen Alkohol und so weiter. Naja, Sie wissen ja, ich schaue heute Nachmittag noch mal wieder rein. Ich schreibe Ihnen noch was auf. Bitte nicht länger als 5 Minuten. Herr Tönnies ist noch sehr geschwächt. Ist gut, Herr Doktor. Guten Tag. Grüß Gott. Ah, Herr Tönnies. Ganze ist ja wohl eindeutig, ne? Du, so meinen Sie. Also für uns ist eine Sache erst eindeutig, wenn sie eindeutig bewiesen ist. Herr Tönnies, erzählen Sie doch noch mal, wie war eigentlich der ganze Ablauf? Ja, ganz schön. Also, ich hab den da getroffen, ne? Mhm. Mit der Büchse, wie gesagt. Und dann habe ich ihn gebeten, mir die Büchse zu geben. Gebeten? Na ja, also aufgefordert sozusagen, wenn Sie das meinen. Mhm. Herr Tönnies, Sie hatten doch Ihr Gewehr dabei. Haben Sie ihn damit bedroht? Bedroht? Ich war doch bedroht. Natürlich habe ich das Gewehr in der Hand gehabt. Weiß man doch nie, wie das Gesocks reagiert. Hat ja auch gleich angefangen und losgelegt. Unverschämtheit und so. Frage ich Sie, wer war hier unverschämt? Na ja, gut, gut. Wie ging es dann weiter? Ja, er ist dann einfach weggelaufen. Hatte ich auch ein schlechtes Gewissen. Ich habe dann gerufen, stehen bleiben. Aber da hat der sich nichts von angenommen. Und da habe ich einen Warnschuss abgegeben. Und gerade wie ich mein Gewehr wieder nachladen will, hat der mich dann ja eine Schulter getroffen. Ich glaube, jetzt ist es genug, Herr Kettwig. Sekunde noch, ich bin gleich fertig. Hier ist das Rezept. Wiedersehen. Herr Tönnies, haben Sie gesehen, dass der Graf auf Sie geschossen hat? Ach, wieso? Der war da. Der Schuss kam doch aus der Richtung. Nein, nein, ich will wissen, ob Sie den Grafen gesehen haben. Verstehen Sie mich? Gesehen, wie er auf Sie geschossen hat? Gesehen, gesehen. Was soll das? Der war da. Das sage ich Ihnen. Ich weiß nicht. Nur weil Sie sich gestritten haben, hat der junge Mann auf Sie geschossen. Ja, das kam ja noch dazu. Der Streit. Aber wenn Sie das ganz genau wissen wollen. Hm. Aus Rache. Deswegen. Weil ich seinen Onkel angezeigt habe wegen Wilderei und weil ich nur den jungen Graben auch beim Wildern erwischt habe. Also Vater, das kannst du doch nicht behaupten so einfach. Ach, halt dich mal da raus, ja. Willst du mir vielleicht erklären, was ein Mensch um die Zeit im Revier macht? In aller Herrgottsfrühe und mit einer Büchse?
Herr Dennis, ich glaube, Sie brauchen jetzt doch Schonung. Ich melde mich dann. Verhaften müssen Sie den. Sofort verhaften. Gute Besserung, Herr Tönnies. Auf Wiedersehen. Sagt. Ja gut, wir werden das alles genau überprüfen, aber die Anschuldigungen Ihres Vaters gegen den Grafen sind ziemlich schwerwiegend. Ach, der war das nicht, der Alexander. Ich meine, der junge Graf. Bestimmt nicht. Also, auf Wiedersehen. Hallo. Guten Tag, Susanne. Na, wie geht's dir? Sag mal, ist dein Vater da? Entschuldige, ich habe mich ein bisschen verspätet. Guten Tag. Ja, guten Tag. Susanne, ist irgendwas los? Du siehst so... Ist irgendwas passiert? Kettwig, Kriminalpolizei. Auf Herrn Tönnies ist heute früh geschossen worden. Geschossen worden? Ja, das gibt's doch gar nicht. Ist es schlimm? Herr Tönnies hat's überlebt. Die Kugel ging in die Schulter. Was, in die Schulter? Ja, wer macht denn sowas? Ja, Susanne, liebes Kind, was musst du durchgemacht haben? Entschuldigen Sie bitte, mein Name ist Schulte Brauxel. Ich bin der Kompagnon von Herrn Tönnies. Ich habe geschäftliche Besprechungen hier. Wohne im Hotel Tannenblick. Ich kann das immer noch nicht fassen. Tja. Also, auf Wiedersehen. Seien Sie tapfer und gute Besserung für Ihren Vater. Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Susanne, komm, erzähl mir, wie alles passiert ist. Meinst du, dass ich deinen Vater... Ja, sag mal, wie ist das passiert? Ja, oder was hat er gesagt? Aber hören Sie... Herr Graf, bitte lassen Sie mich meine Ermittlungen durchführen. Also noch einmal. Herr Tönnies behauptet, er habe Sie mehrmals aufgefordert, ihm Ihre Waffe zu übergeben. Sie haben sich geweigert. Daraufhin hat er einen Warnschuss abgegeben, einen zweiten. Sie haben sich bedroht gefühlt und Herr Tönnies hat sogar 3 Schuss abgegeben. Moment, den 3. Schuss haben doch wohl Sie abgegeben. Aber oder? Ich kann nur sagen, ich habe nicht geschossen. So, bitte schauen Sie. Hier ist die Waffe, die ich heute dabei gehabt habe. Bitte überzeugen Sie sich selbst, hier wurde kein Schuss abgegeben. Ja, bitte stellen Sie die Waffe wieder in den Schrank. Der Erkennungsdienst wird Sie genauestens untersuchen. Herr Kettwig, wir pflegen Leute, die wir milde ausgedrückt nicht sehr gut leiden können, deswegen nicht gleich zu erschießen. Herr Graf, wenn Sie ich mir finde, bitte wir sollten diese lächerliche Komödie jetzt abbrechen. Ach, für Sie ist das eine lächerliche Komödie. Für mich nicht. Bitte kommen Sie mit ins Präsidium. Die Waffen dürfen nicht mehr berührt werden. Herr Amstedt, Herr Wanninger? Ja, erinnern Sie sich noch, wie Sie mich damals mit dem 14N da überführt haben? Jetzt habe ich eine große Bitte an Sie. Was sagen Sie da? Okay, das gibt's doch gar nicht. Ja, ja, also Herr Graf, Sie wissen ja, offiziell darf ich zwar nicht, aber... Nein, nein, auch nicht als Rentner. Also gut, ich übernehme das auch, ja. Aber sagen Sie niemand was davon. Ja, ja, schön. Ich melde mich, sobald ich was rausgekriegt habe. Gell? Ja, ja, ist ja gut. Na, natürlich, Herr Graf. Also, auf Wiederhören, Herr Graf. Also gut, noch einmal. Was hatten Sie im Revier des Herrn Tönnies zu suchen? Zwischen 4 und 5 Uhr morgens. Also gut, ich bin seit einiger Zeit mit Susanne Tönnies befreundet. Ich war auf dem Nachhauseweg. Warum sagen Sie es nicht gleich? Tja, wir haben uns heimlich getroffen, damit der Vater von Susanne und mein Onkel nichts davon erfährt. Die beiden, die wären nie damit einverstanden. Oh, das ist aber sehr merkwürdig. Und noch dazu bewaffnet. Also mir war es ja auch zu blöd. Ich wollte Herrn Tönnies alles erklären, wie ich ihn im Wald getroffen habe. Aber er hat mich ja überhaupt nicht zu Wort kommen lassen. Und das Gewehr? Das haben Sie doch festgestellt, dass daraus nicht geschossen wurde, oder? Aus diesem, was wir untersucht haben, nicht. Aber vielleicht haben Sie ein anderes benutzt. Das ist ja Blödsinn.
Warum hatten Sie überhaupt ein Gewehr dabei? Na, Sie werden es kaum glauben, ich habe immer eins dabei gehabt. Wenn mein Onkel mich erwischt hätte, hätte ich gesagt, ich war auf der Pirsch. Na, das ist ein bisschen dünner, nicht? Also Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich den Vater von Susanne umbringen würde, oder? Was wir glauben, Herr Graf, das ist ganz unwichtig. Im Affekt sind außerdem ganz andere Leute schon erschossen worden. Ich pflege Affekte dieser Art zu beherrschen, Herr Kittel. Also kommen wir doch nicht weiter, Herr Graf! Das ist so ein Blödsinn. Eine Klimaanlage im Kurstall. Kommen Sie zurecht. Okay, so ein neumodisches Club, das kapiert doch kein Mensch. Kein Wunder, dass ein Herr Stahlknecht davongelaufen ist. Ach, das ist doch ganz einfach. Hier wird's eingeschaltet und da ist der Temperaturregler. Entschuldigung, Fräulein, aber ich bin schon lange raus aus dem Beruf. Früher, ja, wie ich noch beim alten Grafen war, da hat's ja sowas noch nicht gegeben. Ach, Sie waren beim alten Grafen? Ja, ja. Das ist schon lang her, gell. Ja. Damals war, da war der Alexander so ein kleiner Bub. Und wie ich jetzt das gehört hab, gell. Onkel Franz hat immer zu mir gesagt, Onkel Franz, schnitz mir doch ein Pfeifball. Gell, Sie glauben auch nicht, dass der Alexander, ich meine, dass der Herr Graf sowas tun könnte? Wissen Sie, Fräulein, das ist... Ach, hier sind Sie. Ich habe Sie schon überall gesucht, Frau Antonius. Guten Tag. Guten Tag, Herr Kettel. Was machen Sie denn hier? Im Kuhstall. Das ist unsere neue Aushilfskraft. Der kommt mit der modernen Anlage noch nicht so ganz zurecht. Ach ja. Wissen Sie, ich habe zeitweise einen anderen Beruf gehabt. Ah ja. Und wie heißen Sie? Wanninger. So. Ja, dann. Dann arbeiten Sie mal was. Herr Wanninger, ich hätte dann ein paar Fragen an Sie. Es handelt sich um den Grafen. Das heißt nicht um den Vater, sondern. Fräulein Tönnies. Der junge Graf hat uns erzählt, er wäre in der Tatnacht bei Ihnen gewesen. Sie können es mir ruhig sagen, es bleibt vorläufig unter uns. Ja, wir waren zusammen. Hatte er ein Gewehr dabei? Frau Tönnies, ich mache Sie darauf aufmerksam, Sie sind verpflichtet, mir die Wahrheit zu sagen. Sie dürfen mir nichts verschweigen. Also, hatte er ein Gewehr dabei? Ja. Können Sie mir das vielleicht beschreiben? Nein, davon verstehe ich doch nichts. Außerdem sehen die eh alle gleich aus. Aber Sie glauben doch nicht, dass er meinen Vater... Glauben Sie's? Nein. Ja, schade, dass wir es nicht beschreiben können. Wir haben nämlich festgestellt, dass aus dem Gewehr, von dem der Graf behauptet, er hätte es an dem Morgen dabei gehabt, kein Schuss abgegeben worden ist. Ja, da haben Sie doch den Beweis. Nein, das ist kein Beweis. Er kann ebenso gut ein anderes Gewehr als Tatwaffe benutzt haben. Und anschließend hat er es versteckt. Sie, Herr Kriminaler. Ich bin ja nur ein einfacher Mensch, aber wenn Sie mich fragen, der junge Graf war es nie. Sehen Sie, das sage ich doch auch. Ja, was glauben Sie eigentlich, wo wir hinkommen würden, wenn wir immer auf die Stimme des Volkes hörten? Ja, schauen Sie, Herr Kettwig. Ja, schauen Sie, Herr Kettwig. Kettwig. Herr Kettwig. Sag ich doch. Schauen Sie, Herr Kettwig. Also, wenn es der Herr Graf wirklich gewesen wäre, nicht? Dann hätte er doch bloß sagen brauchen, es war Notwehr. Das wäre doch das Einfachste. Und jeder hätte es ihm geglaubt. Ja, nach die Umstände, gell? Und Sie glauben, wir im Präsidium sind auf die Idee noch nicht gekommen? Weiß ich nicht. Aber Sie glauben auch nicht, dass es Alexander war? Na, auf keinen Fall, wenn ich es Ihnen sage. Herr Wanninger, bitte. Ist was? Bitte. Und wenn Sie es glauben, nützt uns gar nichts. Sagen Sie, gibt es vielleicht noch irgendjemanden, der ein Motiv gehabt haben könnte? Hat Ihr Vater Feinde? Nein. Ich meine, er hat schon mal Streit gehabt. Er ist eben sehr cholerisch, aber Feinde? Nein. Mit wem gab es den Streit? Na ja... Streit ist auch nicht der richtige Ausdruck. Na, die zwei haben aber ganz schön gestritten miteinander. Einer Herr Vater und der Schulte Braxel. Na, Sie, Herr Hilfskraft, müssen Sie nicht mal wieder nach den Kühen sehen? Nein, das pressiert nicht. Die Rindviecher, die können schon nur warten. Geh, Freund Hennis. Ja. Naja, also dieser Herr Schulte Braxel kommt ja eigentlich immer hierher zur Besprechung. Ich meine, immerhin aus Bielefeld. Nein, eigentlich nicht. Mein Vater macht das sonst immer telefonisch. Ja, warum ist er denn jetzt hier? Ich meine, ausgerechnet jetzt. Diesmal hat er ihn extra herbestellt. Er war ziemlich wütend auf ihn. Aha. Worum ging es eigentlich bei dem Streit? Na ja, um Geld. Ich weiß das auch nicht so genau. Und außerdem wäre das noch lange kein Grund. Ich meine, Na, für ein Tennis. Geld war schon immer ein Grund. Ich habe alles versucht. Ich krieg das Geld nicht.
Eine halbe Million ist ja kein Pappenstiel. Ach, das ist mir egal. Ein Angestellter wäre längst auf der Straße oder würde hinter Gitter sitzen. Na Karl, du hör doch mal. Also Freundschaft hat auch ihre Grenzen. Wenn du mir nicht innerhalb von 2 Tagen einen vernünftigen Vorschlag machst, wie du das Geld wieder in die Kasse kriegst, dann gehen die Unterlagen zur Polizei. Das ist der letzte Termin. Sag mal, willst du mich fertig machen? Kannst du mir vielleicht sagen, wie ich das machen soll? Dann musst du eben deine Villa verkloppen und deine Yacht. Dann ziehst du eben in eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Mensch, Karl. Lass mir doch ein bisschen... Entschuldige. Lass mir doch ein bisschen Zeit. Ach, was, du hast 3 Wochen Zeit gehabt. Mir ist das egal, wo du das herkriegst. Wenn die Sache nicht gewesen wäre, dann wären die Unterlagen sowieso beim Staatsanwalt. Herein! Was ist das schon wieder? Ah, die Polizei. Dein Freund und Helfer. Guten Tag. Tag, Herr Tönnies. Tag, Herr Kettig. Ja, was ist jetzt mit dem Täter? Ist er überführt? So gut wie. Alle Indizien sprechen gegen ihn. Na bitte! Herr Tönnies, kann ich Sie mal einen Moment allein sprechen? Ja, natürlich. Entschuldigen Sie, aber wir sind Geschäftspartner. Du hörst es doch! Tja, dann, Wiedersehen. Wiedersehen. Nehmen Sie Platz, Herr Kettig. Ja, danke schön. Stimmt was nicht zwischen Ihnen und Ihrem Partner? Ach, Schwierigkeiten zwischen Partnern, das gibt's immer mal, das ist auch normal. Bis jetzt jedenfalls. Ach so, du bist es bloß. Du hast jetzt den Täter. Nein, noch nicht. Aber du, ich habe den größten Stallknecht Deutschlands kennengelernt. Keiner, was hast du? Ja, ja. Hast du den Kopf am Kart? Na, der war im Kuhstall vom Gut Achenbach, etwa 1,90 Meter groß. Du hast denn nicht Socken, das ist der? Dein Freund Wanninger. Wie kommt denn der da hin? Frag mich was Leichteres, typisch. Da sind Sie ja, Herr Kettwig. Wie weit sind Sie? Haben Sie das Geständnis? Leider noch nicht, Herr Direktor. Haben Sie die Tatwaffe gefunden? Nein, auch noch nicht, Herr Direktor. Herrgott, noch mal. Dann müssen wir eben weitersuchen. Und wenn wir das ganze Revier noch einmal... Was ist denn? Ein Gespräch für Sie, Herr Direktor. Jetzt nicht. Ist aber sehr dringend. Wir sprechen uns noch, meine Herren. Ja. Ich höre mal wir. Also, ob er schon mal gesucht hätte. Genau, danke. Übrigens, du, ich habe noch jemanden, der möglicherweise ein Motiv hätte. Und zwar der Kompagnon von diesem Tönnies. Die beiden haben ganz schön miteinander gestritten. Ich glaube, es ging um ziemlich viel Geld. Ich habe auf jeden Fall mal sein Alibi überprüft. Ja, und? Pass auf, dieser Schulte Brauxel, so heißt der Knabe, hätte in der Tatnacht jederzeit sein Hotelzimmer verlassen können, ohne dass es irgendjemand bemerkt hätte. Pensionierter Polizeibeamter bei mir als Stallknecht angestellt. Haben Sie wenigstens was rausgekriegt? Allerdings habe ich was rausgekriegt. Oh. Wenn Sie nicht so stur wären, dann wäre der junge Graf nie in Verdacht kommen. Was heißt das, wieso stur? Ja, weil der junge Graf in der Tatnacht bei Ihrer Tochter war. Was? Ja, wenn sich die beiden nicht hätten wegen Ihnen heimlich treffen müssen, dann wären Sie dem Alexander auch nie im Wald begegnet. Meine Tochter mit diesen Arroganten? Na, jetzt beruhigen Sie ihn nur. Wäre doch gar nicht so schlecht, wenn Ihre Tochter eine Gräfin Susanne von Amstedt werden tät, oder? Das wäre wohl das Letzte. Nee, dieser verarmte Adel. Obwohl, das könnte man sich vielleicht ja doch was kosten lassen. Aber nee, red nicht. Warum nicht? Ach, der alte Graf hat mich doch gefressen. Der lässt doch nie zu, dass... Aber gehen Sie, Herr Tönnies. Der tut doch nur so, weil er viel zu stolz ist, als dass er seine Armut zugibt. So, woher wissen Sie denn das? Ja, weil er mir es selber gesagt hat. Ja? Ich war vorhin bei ihm und da hat er mir es gestanden. Im Grunde ist er doch schon lang für die Verbindung. So? Na, trotzdem. Wo ich jetzt den Jungen so in Schwierigkeiten gebracht habe. Ja, haben Sie denn überhaupt gesehen, dass er geschossen hat? Ach, was? Doch nicht mal einen Gewehrlauf gesehen. Hab bloß solche Wut gehabt auf die Bande, weil ich meine, auf die Armstädts. Ja, dann wär's aber Zeit, dass Sie einiges wieder gut machen. Ah ja. Aber wie? Ja, indem Sie uns helfen, dass wir den wahren Täter finden. Na, wer ist es? Wer kann's denn sein? Tja. Haben Sie eigentlich nie an Ihren Kompagnon gedacht? Na ja, der hat Geld unterschlagen. Ich habe ihm gesagt, wenn er es nicht zurückzahlt, dann gehe ich zur Polizei. Aber wie kommt denn darauf? Ja, weil das ein Motiv wäre. Na, trotzdem, ich will nicht schon wieder jemanden in Schwierigkeiten bringen. Wenn Sie uns helfen, Herr Tönnies, dann werden wir es ja bald genau wissen. Na ja, also, nehmen Sie
Tja, ich bin sozusagen der Buchprüfer vom Herrn Tönnies. Ja, ja. Und da Sie Mitinhaber sind, habe ich mir gedacht, ich möchte zuerst mit Ihnen reden, bevor ich zur Polizei gehe. Zur Polizei? Ja, ja, ich habe einen Auftrag. Im Schreibtisch vom Herrn Tönnies, da ist ein Kuvert mit Unterlagen. Und das muss ich bis morgen früh zur Polizei bringen. Um 11 Uhr. Und da dachte ich, weil doch der Herr Tönnies jetzt im Krankenhaus ist und es ihm sehr schlecht geht. Im Krankenhaus? Ja, wissen Sie denn gar nichts? Nein. Ja, hat Ihnen niemand Bescheid gesagt? Nein, nein, aber reden Sie doch weiter. Ja, das ist es ja. Der Herr Tönnies hat einen schweren Rückfall erlitten und dann haben sie ihn sofort ins Krankenhaus gebracht. Ach. Ja, es besteht wenig Hoffnung, sagen die Ärzte, aber was die schon reden. Nicht? Aber das ist ja furchtbar. Ja, eben. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht ist es gar nicht so gut, wenn ich die Unterlagen jetzt, ohne dass Sie Bescheid wissen, zur Polizei bringe. Na? Ach, nein. Saukalt halt noch, da. Ach, wem sagst du das? Na, ist der Hund weg? Ja. Den haben wir eingesperrt. Naja. Aber du, ich glaube nicht, dass der darauf reinfällt. Oh, doch. Ich habe ihm gesagt, die Tochter ist die ganze Nacht im Krankenhaus. Beim Alten. Naja. Na, dann viel Glück. Guten Abend, Herr Schmitte-Brauxel. Was machst du denn hier? Ich denke, du bist im Krankenhaus, du. Ich denke, du liegst... Im Sterben, ne? Ja, das könnte dir so passen, du. Jetzt haben wir alles benannt. Aha. Das ist doch wohl Ihr Gewehr, oder? Ich hab's in Ihrem Kofferraum gefunden. Das Kaliber stimmt. Mhm. Na, dann gehen wir mal. Kommen Sie mit ins Präsidium. Bitte. Darf ich bitten? Na? Was sagen Sie jetzt, Herr Tönnies? Ja. Ich glaube, ich brauche jetzt einen klaren. Setz dich erstmal, ist ja alles vorbei jetzt. Also, mein lieber Herr Tönnies, auf gute Nachbarschaft. Und auch Versöhnung zwischen Bayern und Preußen. Richtig. Das hat ja eh lang gedauert. Ja, ja, also auf das Wohl des jungen Paares. Ja, ja, richtig. Prost. Herr Graf. Prost. Wenn ich gewusst hätte, dass Sie schon lange für eine Verbindung von unseren Kindern waren, dann... Wieso ich? Ich hab gedacht, dass Sie schon lange dafür... Was? Wieso? Wanninger, da haben Sie uns aber ganz schön hinter das Licht geführt. Nein, nein, ich wollte doch bloß den beiden Jungen ein bisschen helfen, nicht? Denn, wissen Sie, ich war nämlich auch einmal jung. Prost.